Guten Morgen, es ist der 5. Juli und ich bin gestern 36 Kilometer gegangen. Wow! Also eine Freundin wollte letzte Woche 37 Kilometer laufen und ich sagte ihr, sie sei verrückt. Und jetzt bin ich selber. Also eigentlich wollte ich gar nicht so viel laufen, allerdings bin ich schon um 11:30 an mein Ziel angekommen. Das Wetter war wunderschön. Ich habe mich super fit gefühlt, aber so habe ich mir gesagt, ja, gehe ich noch mal ein bisschen weiter und dann wieder noch ein bisschen weiter und dann wieder noch ein bisschen weiter. Und dann habe ich den Dominik aus Deutschland wieder getroffen und er hatte gesagt, ja, komm mit mir noch ein bisschen weiter. Und dann bin ich mit ihm noch ein Stück gegangen und dann war es Schluss 36. Hat sich gut angefühlt. Ich könnte noch weiterlaufen, weil ich die 40 knacken wollte, aber seine Füße wollten nicht mehr. Aber ist trotzdem cool. Ja. So, und heute geht's, ich weiß nicht wo, weil dadurch, dass ich gestern so viel gelaufen bin, mein Plan jetzt total zunichte gemacht wurde. Nicht, dass ich mich beschwere. Ja, mal schauen, wie viel ich heute laufe. Meine Füße hatten gestern überhaupt keine Probleme, auch heute keine Probleme mit den 36 Kilometern. Mal schauen, ich glaube, es hängt hauptsächlich vom Wetter an, wie viel ich heute laufe, weil ich fühle mich fit. Habe heute noch ein Frühstück gehabt. Normalerweise esse ich kein Frühstück, weil mir danach relativ schlecht ist. Aber ich habe gestern den ganzen Tag nur eine Tortilla de Patata und einen Apfel gegessen. Weiß auch nicht wieso. Hat wohl gelangt. Aber heute Morgen habe ich wirklich einen leeren Magen gespürt. Und mir war auch schwindelig. Deswegen habe ich mir mit der Tortilla und Kaffee gegönnt. Naja, seit langem im Kaffee. Und das hat wirklich gut getan. Also ich fühle mich total fit. Mein Magen ist sehr zufrieden. Ja. Also mal schauen, wie viel ich heute schaffe. Also, von den Steinen. Oh, ich habe noch 87 Kilometer vor mir. Das ist nicht mehr viel. Also, bis dann. Tschüss.